Herr Bischof Wiesemann, Sie sind jetzt am Weltjugendtag in Krakau. Was haben Sie schon von den polnischen Menschen hier gelernt? Also die unglaubliche Gastfreundschaft. Das ist ganz großartig. Und diese Weite, diese Freude daran, junge Menschen aus der ganzen Welt hier aufzunehmen. Ich muss auch sagen, wenn man auch hier durch die Stadt geht, selbst die vielen Sicherheitskräfte und Polizisten, die hier sind, haben doch meistens ein sehr positives, freundliches Lächeln. Das ist nicht immer also gewesen, wo ich war. Also Polen und Krakau freut sich wirklich auf diesen Weltjugendtag. Und das spüren die jungen Leute, dass sie hier willkommen sind. Jetzt sprechen Sie vom Lächeln der Menschen. Momentan passiert ja auch viel Unbarmherziges. Wie kann man denn die Barmherzigkeit durchbuchstabieren, wenn so viel ja, Schreckliches zurzeit passiert mit Anschlägen, gerade eine Geiselnahme in Frankreich? Ja gut, da muss man sie wohl gerade durchbuchstabieren. Ne? Und sonst bleibt man nur dass Hass und Terror und Gewalt uns dominieren und terrorisieren könnten. Nicht? Das kann es ja nicht sein. Junge Menschen brauchen eine andere Botschaft für diese Welt. Und da ist dieser Weltjugendtag ein ganz wichtiges Zeichen, dass auch der Glaube eine Kraft hat, positiv Welt zu gestalten, nämlich aus dem Wissen, dass Gott uns liebt, dass wir einen Sinn in unserem Leben haben und dass diese Perspektivlosigkeit, aus der ja auch manche Gewalttat herausgeboren wird, überwinden können. Also ich glaube, für junge Leute ist gerade in diesem Augenblick es so wichtig zu spüren, dass sie nicht alleine sind, dass es eine große Gemeinschaft ist und dass die Botschaft von Barmherzigkeit, Versöhnung und einem menschlichen Angesicht dieser Welt keine Illusion ist, sondern eine gemeinsam tragende Botschaft. Das heißt, Sie haben keine Angst, wenn Sie jetzt durch die Straßen Kraukaus gehen, dass irgendwas passieren könnte? Naja gut, man hat natürlich immer auch, also denkt immer daran, wenn man weiß, aber ich denke, ganz wichtig ist, dass wir hier ein Zeichen setzen des Positiven, des Glaubens, des Vertrauens und der Liebe. Und ich meine, wir leben in einer gefährdeten Welt, das wissen wir. Davon brauchten wir auch nicht die vielen Sicherheitskräfte hier, die hier sind. Ne? Aber wir müssen aufstehen, wir müssen Rückgrat zeigen in dieser Welt. Wir müssen zeigen, dass wir uns nicht kleinkriegen lassen durch Terror und Gewalt. Papst Franziskus kommt zum Weltjugendtag. Was erwarten Sie sich von ihm? Von ihm erwarte ich mir, was ich auch in Rio erlebt habe, wie er sehr unmittelbar die jungen Leute anspricht. Wie sehr konkret er auch ihnen Hilfen fürs Leben gibt. Gerade aus dieser großen Botschaft von Barmherzigkeit, von Versöhnung, von Frieden heraus. Und dass dies auch wieder so überspringt, wie es in Rio war. Welches politische Signal wünschen Sie sich vom Weltjugendtag 2016? Ein klares Zeichen einer großen weltweiten Glaubensgemeinschaft, die sich engagieren will und zeigen will, dass diese Welt ein barmherziges, ein gütiges, ein menschliches Angesicht behält und dass sie nicht durch andere Kräfte verzerrt wird. Und was rufen Sie den jungen Menschen zu, die hier zu Tausenden angekommen sind nach Krakau? Lasst euch berühren von der Liebe Gottes und von einer Gemeinschaft, die trägt. Dankeschön für das Interview.